Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, es ist Samstag, der besonders der Gottesmutter Maria geweiht ist, dieser Tag. Es ist ja der Tag vor der Auferstehung Jesu. Und Maria war wahrscheinlich die Einzige, die nach dem Tod Jesu an seine Auferstehung geglaubt hat. Und darum gehört der Samstag besonders ihr, ist ihr geweiht. Wir feiern aber heute auch einen Heiligen, der der ganzen Kirche viel gebracht hat, auch unserer Pfarre. Warum? Weil er, es ist der heilige Alfons von Liguri, ein Ordensgründer, der die Redemptoristen gegründet hat, und weil bei den letzten Volksmissionen hier in Schönau die Redemptoristen gewirkt haben. Also Leute aus dem Orden, den dieser Heilige gegründet hat. Dieser heilige Alfons, dem lag ja sehr viel daran, dass das einfache Volk gestärkt wird im Glauben und in der christlichen Frömmigkeit. Und das ist ein Anliegen, das uns ja alle betrifft, denn es geht darum, dass wir im Glauben gestärkt sind, dass der Glaube nicht schwach, sondern stark ist. Und wo er schwach ist, dass er stärker wird. Darum wollen wir beten und bitten. Und der heilige Alfons von Liguri wird sicher auch ein großer Fürbitter sein, neben der Mutter Maria. Wir wenden uns dem Herrn zu mit der Bitte um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Herr, erbarme dich unser. Geboren aus Maria der Jungfrau, hast du in ihrem Haus gelebt über 30 Jahre. Christus, erbarme dich unser. Du hast der Welt die Botschaft von der Erlösung gebracht, in Wort und Werk, insbesondere durch dein Sterben am Kreuz. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns, der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, du schenkst der Kirche zu allen Zeiten Menschen, die durch ihren Glauben und ihre Liebe ein Vorbild sind. Gib uns, gleich dem heiligen Alfons, das Heil der Menschen, dass uns das Heil der Menschen am Herzen liegt, und schenke uns im Himmel den Lohn, den er schon empfangen hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief Paulus an die Römer. Des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, jetzt gibt es keine Vorurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte,
sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, zur Sühne für die Sünde, um an seinem Fleisch die Sünde zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht. Du warst für die Botschaft des Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer aber sie hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus fordert uns auf, Licht zu sein und Salz. Das Salz ist bekanntlich ein Mittel, das die Speisen schmackhaft macht. Und unser Leben
soll eben auch so sein, dass es für andere schmackhaft ist. Für solche Menschen, die uns und unser Tun, unsere Einstellung und so weiter betrachten, besonders auch unseren Glauben, dass sie sich daran freuen können, dass sie Geschmack daran verbinden damit. Und ein Licht sollen wir sein. Ein Licht, das eben leuchtet, den Weg erleuchtet, die Dunkelheiten erleuchtet, weil es viele Dunkelheiten gibt in unserer Welt. Wie viel Nacht gibt es doch in unserer Welt? Und wie gut ist es, wenn dann ein Licht aufleuchtet? Und so soll unser Leben ein kleines Licht sein. Groß kann es nicht sein, aber ein kleines Licht, das soll und darf unser Leben sein für andere. Ein Licht, das hinweist auf das Ziel. Und das Ziel ist der Himmel, das Ziel ist Gott. Und wenn unser Leben ein gläubiges ist, wenn unser Leben eines ist, an dem sich andere orientieren können, damit sie auch zum Ziel finden, dann ist unser Leben auch ein Licht. Salz und Licht, das hat Jesus genommen, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir geschmackvoll für andere Leute uns geben und ein Licht sind, das ihnen auch ein bisschen leuchtet auf ihrem Weg, den sie mit uns gehen, hin zu Gott und hin zum ewigen Leben. Für Bitten rufen wir Christus an, den Erlöser der Menschen. Viele Menschen suchen nach Richtung und Sinn im Leben. Lass sie in der Begegnung mit glaubwürdigen Seelsorgern den rechten Weg zu einem Leben in Freiheit finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Viele Menschen sind schuldverstrickt und wissen keinen Ausweg aus ihrer Not. Führe sie zur Versöhnung und Frieden im Herzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Viele Menschen haben Angst vor Krieg, Terror, Hass und Gewalt. Hilf ihnen durch die Verantwortlichen in der Politik, in Frieden und Gerechtigkeit zu leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Viele Menschen leiden an Krankheiten des Leibes und der Seele. Schenke ihnen Geborgenheit in der Obhut derer, die ihnen in ihrem Leid beistehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Viele Menschen trauern um Verstorbene und fühlen sich alleingelassen. Lass sie Trost und Hoffnung finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. An diese letzte Bitte schließen wir auch das Anliegen der Heiligen Messe ein. Hilda und Ephraim Krichbaumer für verstorbenen Vater und Bruder. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du heilst voll Erbarmen die Wunden, die menschliche Schwäche und Bosheit anderen geschlagen haben. Wir preisen dich für deine geduldige Liebe, jetzt und in Ewigkeit.
hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut. Er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, bei Jesus zu stehen, in Kreuz und in Leid. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns der Kelch des Herrn teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, du hast dem Bischof Alfons die Gnade gegeben, beim eucharistischen Opfer sich selber dir als heilige Gabe zu schenken. Läutere auch unsere Herzen im Feuer deines Geistes und heilige sie. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Alfons deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde,
und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen können von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen in
bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
fünfte und die sechste Strophe, Seite 29. Du Mutter der Gnade, o reich uns die Hand auf all unseren Wegen durchs irdische Land. Hilf uns deinen Kindern in Not und Gefahr. Lasst uns beten. Herr, du hast den heiligen Alfons zum treuen Ausspender und Verkünder dieses Sakramentes gemacht. Gewähre uns auf seine Fürsprache, dass deine Gläubigen diese heilige Speise oft empfangen und dich in Ewigkeit preisen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Nehmt den Segen mit in den heutigen Tag, in eure Arbeit und was immer ihr tut, und geht hin in Frieden.